Hallo zusammen, ich wünsche euch einen wirklich bezaubernden Tag und damit das auch gleich richtig gut losgeht, Rittersportschokolade kennt jeder und hier gibt's eine neue Sorte für all die, die up-to-date sind und mit der Zeit gehen, aber halt nicht vor Freude in die Luft springen. Wir haben auch eine böse Nachricht, es ist Tatsache, ein Teil von der Sonne abgebrochen, möglicherweise müssen wir um unser Leben zittern. Und damit sind wir auch gleich im Weltraum angekommen. Man hat einen Ballon abgeschossen, also man weiß es nicht, man hat ihn zwar schon gefunden und es sieht aus wie ein Ballon, aber das FBI, das tappt noch im Dunkeln und man hält es mutmaßlich für einen Ballon. Nun gut, die Experten sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wer aber eine Aufklärung möchte, was da rumschwirrt und womit wir es da zu tun haben, der braucht einfach nur mal bei den Öffentlich-Rechtlichen nachzusehen. Die sagen uns das ganz genau und auch die deutschen Zeitungen hinken nicht hinterher. Sie erklären uns, dass die kleinen grünen Männchen eventuell auch kleine grüne Laserstrahlen sein könnten. Also im wahrsten Sinne des Wortes strahlende Erscheinungen. Ja, die deutsche Bundesregierung, die macht jetzt Nägel mit Köpfen, nachdem wir ja von Clankriminalität und Ausländerkriminalität viel gehört haben, wird nun fleißig abgeschoben und die Gefährlichsten trifft es selbstverständlich zuerst bravourös die Aktionen unserer Politiker. Nicht so bravourös und korrekt sehen einige Leute das Verhalten unseres Landwirtschaftsministers. Wir sehen hier, er kann gut mit Schweinen, das finden wir richtig schön. Seine Tierliebe ist ihm geradezu ins Gesicht geschrieben. Aber wir müssen die Kritiker mal ein wenig zurückweisen. Er kuscht nicht vor dem Handel. Liebe Leute, Herr Özdemir wird wohl zum Handel gehören. Sonst hätte er diesen Posten nicht. Er macht also genau das Richtige. Nun zum Dauerbrenner, unser Politmusical, ein Spiel, ein Schauspiel, das seit Jahren läuft und immer wieder von faszinierendem Publikum besucht wird. Standing Ovations bei jeder Wahl. Jetzt apropos Wahl, man hatte eine Wahl, weil die erste wohl misslungen ist. Nun hat man gewählt, die CDU, die soll jetzt die Regierung bilden. Aber die Regierungschefin aus Berlin, Frau Nicht-Doktor, Frau Giffey, die sieht es überhaupt nicht ein, jetzt mitten in der Legislaturperiode abzutreten oder was zu ändern. Liebe Frau Giffey, wozu waren dann die Wahlen? Aber die waren ja vielleicht auch nicht die letzten. Möglicherweise gibt es ja noch eine Nachwahl zur Nachwahl. Denn man hat ein paar Briefwahlstimmen gefunden, die das Ergebnis noch umdrehen könnten. Vielleicht ist es aber auch irgendwie gewollt. Wir wissen es nicht, wir möchten niemandem was unterstellen. Aber wenn jetzt noch ein paar Stimmen gefunden sind und ausgezählt werden und es vielleicht sich herausstellt, dass die Grünen die zweitstärkste Kraft sind, dann wird die Bereitschaft bei der SPD vielleicht doch größer werden, mit der CDU zusammenzugehen und der politisch nicht totzukriegenden Franziska Giffey die Leviten lesen und sagen, dass sie vielleicht doch abtreten soll, dann hat das alles doch Sinn gemacht. Für uns aber stellt sich immer wieder die Frage, wie kann eine so große Zahl von Menschen immer wieder Beifall klatschen und einfach nicht wach werden. Leute, für uns gilt weiterhin, wir lassen uns kein X für ein U vormachen, wir lassen uns keine Angst machen. Angst und Panik muss nur der haben, der sich Angst und Panik machen lässt. Bitte einen Daumen nach oben, einen Kommentar da lassen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo und empfehlt uns weiter. Wir müssen noch mehr Menschen erreichen. Vielleicht werden sie ja doch eines Tages wach. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen bezaubernden Tag, einen schönen Abend. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ciao.